Hi Fiends, damit mal wieder herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Dungeons 4 Special. Das Video kam auf dem Calypso Media Kanal. Monty Arnold aka der Erzähler ist zurück. Und für die 3-4 Leute, die meinen Kanal regelmäßig gucken, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, auch in der Dungeons 4 Demo, ich liebe einfach den Humor vom Erzähler. Also seit Dungeons 2, Dungeons 3, Dungeons 4 hat man bisher nur die Demo, aber auch da war es schon mal nicht schlecht. Und ich habe nur die ersten 10 Sekunden geguckt, wie Talia irgendwas angefangen hat zu erzählen und dann der Erzähler eingeschritten ist. Ich würde mal sagen, wir gucken uns das kurze Video mal an. Es ist wirklich kurz, es ist nur 1:12. Aber mal gucken, was der Erzähler uns hier zu sagen hat. Da bin ich wieder. Wer braucht schon einen Erzähler, wenn er Talia hat? Ich sag's auch hier ganz gerne nochmal. Die neue Stimme von Natalia, die finde ich ein bisschen fehl am Platz. Also da war die aus Dungeons 3 echt besser, muss ich sagen. Du solltest vorsichtig sein, so etwas auszusprechen. Wo waren wir? Talia, ebenfalls bekannt aus dem famosen Vorgänger, kam gut gelaunt aus ihrem Urlaub zurück. Und so beginnt unsere Geschichte. Mehrere Helden hatten sich versammelt und machten sich auf den Weg in den Dungeon. Legen wir die Menschen in Schutt und Asche! Ha, ha, ha. Hey, was ist denn jetzt los? Warum beginnt die Erde zu wackeln? Vulkanausbruch oder Teenie-Band-Konzert? 10 Minuten später. Tristan hatte Talia gefangen genommen, in einen Käfig gesperrt und die Armeen des absoluten Bösen in die Flucht geschlagen. Würde das absolute Böse erneut die Weltherrschaft an sich reißen? Okay, das war's schon. Das war alles. Ich habe jetzt gedacht, da gibt es jetzt irgendwie noch so ein Intro zu Dungeons 4. Da versammeln sich ein paar Helden, überfallen den Dungeon, neben Talia gefallen. Und eigentlich dachte ich mir, hätten die Welt ja noch beherrscht aus Dungeons 3. Und es wäre ja nur dieser, wer sich an die Demo noch kennt, da war ja diese ganze Karte und nur oben links war irgendwie noch eine einzige Stadt, die noch nicht eingenommen war. Und jetzt heißt, wir müssen wieder eine ganze Map erobern. Schauen wir mal. Da war jetzt aber irgendwie hatte ich mir jetzt da ein bisschen mehr davon erforscht, als irgendwie hatte ich mir von dem kleinen, kurzen Ding jetzt ein bisschen mehr erforscht, außer dass der Erzähler jetzt einfach nur da ist und sagt so, ja, hey, wir müssen hier und das ultimative Böse wird die Welt wieder beherrschen. Naja. Ja? Also ich meine, ich freue mich daran, wenn der Erzähler wieder da ist und ich hoffe auch in Dungeons 4 hat der Erzähler wieder den Humor aus Dungeons 3. Dann finde ich das schon mal richtig geil. Ansonsten würde ich sagen, ja, war nur ein kurzes Video, war jetzt nicht unbedingt so aufschlussreich, wie ich mir erhofft hätte. Aber hey, man kann sich nicht alles wünschen. Bis zum nächsten Mal, Fans.